Alter, was geht ab, Leute? Team Mobbelt hier von der DM, EM in Berlin. Ups. Und da haben wir einen Kollegen, den haben wir auf der DM leider verpasst. Wollte uns Sekt vorgeben. Da war er Top 4. Heute leider nicht so erfolgreich, aber trotzdem interessantes Deck. Genau, der hat heute Yusenju gespielt. Das Team haben wir davor interviewt. Und er ist seinem Deck heute bei DM auch treu geblieben. Und ja, da fangen wir gleich an. Gleich so weit. Man muss so sagen, er ist ein bekannter Antispieler. Ich erinnere mich noch an früher, TG Stun. Okay, damals noch. Okay, aber was macht er, wenn eine neue Liste rauskommt? Weißt du da gleich, was Meta ist? Man muss erstmal die Liste wissen, oder? Man muss erstmal wissen, was die Liste ist und danach zu sehen, was man machen kann. Vor allem muss ich aber wissen, ob Card of Demise gehittet wird oder nicht. Okay, also Card of Demise hoffst du, dass die auf 3 bleibt? Ja, natürlich. Das wäre total klasse, wenn die auf 3 bleiben würde. Oh mein Gott, hoffentlich geht sie auf 1. Warum, Mann? Zu heftig, Card of Demise. Das stimmt eigentlich, Mann. Aber Card of Demise ist echt zu krass. Das ist echt brutal, Mann. Alles klar, ich bin soweit. Gut, fangen wir mal an, ja? Also, wir haben einmal hier zwei... Ah ja, shit, stimmt ja. Ist auf jeden Fall merken. Zwei Yusenju Kammer 2. Zwei Yusenju Kammer 1. Zwei Dreier. Und ein Shujik. So, Frage, warum ich nur 7 Monster spiele. Man braucht einfach nicht mehr. Ja, die Monster im Alleingang machen alle selber was. Ja? Das heißt, wenn man Kammer 2 hat, egal ob man Kammer 1 hat oder den Dreier, zusammen machen sie immer was. Die werden auf dem Feld, wir werden so gut das Feld nicht verlassen, außer du spielst gegen ein Deck, das Heavy Backrow hat. So, wenn es, und vor allen Dingen, wenn du gegen Monarch oder BA Phantom Knight in der Richtung spielst, ist das so gut wie nie der Fall. Ja, und wenn du sowas wie Kammer 1 hast und einen Dreier auf dem Feld, kannst du halt entweder die offene Fogblade, die vielleicht schon auf dem Feld ist, bouncen oder die Beatrice oder ein Dante, das noch mit da ist. Und dann kannst du auf jeden Fall was machen. Und warum du so wenig Monster auch noch mitspielst, damit du mit der Card of Demise, die natürlich im Deck vertreten ist, nicht viele Monster nachziehst, nachdem du sie gerufen hast, als Beispiel. Und natürlich bin ich an neuen Karte, die ich noch ins Deck mitgepackt habe, um dem Deck mehr Speed zu geben. Ganz kurz, wieso spielst du das Pendelmonster von den Yusenju nicht mehr? Oder ich glaube, davor hast du es gespielt, oder? Ja, gute Frage. Sache ist, ich habe das vorher gespielt, weil auf der DM habe ich gewusst, dass der Hype von Klee Demise sehr hoch war. Und das war es ja dann auch. Ja? Und dieses Deck hatte dann einfach viel bessere Chancen, wenn du mit Sinchu Secret Move spielst, ja, einfach auch, egal ob du die Sinchuell Karte hattest oder nicht, gegen Klee sehr, sehr gut anzukommen, weil es auch ein reaktives Deck ist. Das heißt, jede Falle, die dich da hätte stören können, wie die Strike oder die Warning, könntest du negieren mit der Secret Move für umsonst. Dann brauchst du nicht warten, während des gegnerischen Zuges zu verwenden, was Klee eh nicht macht, sondern während der eigenen Runde und dann mit deinen Yusenjus offensiv zu spielen. In diesem Event habe ich gewusst, der Hype ist unten, Klee Demise ist nicht mehr so oft da. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, eher ein konstanteren Bild zusammenzustellen und habe dann die 3 Karten mit den anderen ersetzt. Die zwei Sinchuell und die 2 Secret Moves. Okay. So, kommen wir zu den Zauberkarten. 3 Card of Demise. Oh, Entschuldigung, umdrehen. 3 Card of Demise. Das ist vollkommen klar. Brauchen wir nicht weiterhin erklären. Und das ist die Karte, mit der ich die Sinchuell und die Secret Move ersetzt habe. Warum habe ich die reingemacht? Einfach nur und vor allen Dingen auch mit der Upstart zusammen. Man hat hier generell 4 Upstarts noch mit dem Deck. Das heißt, man hat die Option, in der Hinsicht erstmal 36 Karten zu spielen. Ja? Into the Void kann man sofort spielen, weil viele wissen das irgendwie nicht, aus welchen Gründen auch immer, dass wenn man 2 Yusenjus auf der Hand hat, was ja oft genug vorkommt, und Into the Void, dass die Into the Void die 3. Karte sein darf, um sie auszuspielen, um eine Karte zu ziehen. Das heißt, du musst ja essentiell eigentlich nie warten, um sie zu spielen, wenn die Yusenjus immer auf der Hand sind. Und du musst es ja genauso machen wie mit Card of Demise. Einmal zum Beispiel Demise aktiviert und 2 Voids gezogen und mit den Voids dann 2 Yusenjus nachgezogen, die man gebraucht hat, wenn man vorher schon viele Fallen hatte. Dann ist das wunderbar, rufst deine Yusenjus aus, resolves into the Void und Demise zuerst und dann kannst du bist du weiterhin dabei. Ist ja nichts anderes wie eine Upstart, die umsonst ist, weil du ja genau das gleiche machst wie mit der Card of Demise. Ist halt einfach flexibler und vor allem die einzige Karte, die im Deck vorher gebrickt hat, war ja die Secret Move, wenn man gegen ein Deck gespielt hat, das nicht reaktiv ist. Und deswegen habe ich gesagt, machen wir hier was rein, was flexibel ist für so ein Event, damit man viel schneller an seine Monster, an seine Card of Demise und sowas kommt und an seine Schlüsselkarten. Und deswegen habe ich auch 2 Monster noch mehr gekickt, weil man muss ja die Ratio drin behalten, dass wenn man Into the Void aktiviert, ja, nicht, falls man schon Monster berufen hat und die nachzieht, nicht noch viele Monster nachzieht. Wenn man also schon 2 hatte, sind nur noch 5 im Deck. Und dann kann man die in Ruhe spielen. Wenn man Pech hat, zieht man halt mal das Monster oder so. Aber es sollte nicht so oft vorkommen. Deshalb die Into the Void.
dazu dann nochmal die drei Pot of Duality. Vollkommen klar. Ja, das ist obligatorisch. Genau das gleiche. Deck ausdünnen, Schlüsselkarten rausholen. Und gibt dir essentiell genau den gleichen Vorteil, als dass du einfach schnell durchs Deck kommst. Zweimal Tal der Toten. Mit Abstand, ich glaube sogar noch besser als die Rivalität der Kriegshände, die hier drin sogar ist, weil sie einfach so viele Decks einfach lockt. Und vor allen Dingen, wenn der Friedhof gestoppt ist gegen BA und vor allen Dingen auch gegen Cosmo ist die sehr gut, falls sie mit Fire King Island anfangen. Und diese Fire King Island ist auf der Hand dann einfach komplett unnötig. Ja, wenn diese Karte nämlich liegt, dann können sie zwar zerstören auf der Hand, aber können sie nicht entfernen. Und gegen Monarch ist ja klar, können sie ihr ganzen Friedhof nicht nutzen und müssen komplett direkt sein. Wenn man noch eine Rivalität aufdeckt, ist eigentlich das Spiel für dich, wenn du dann die Twin Twister aufhalten kannst oder sie die nicht ziehen. Eine Tanky spiele ich. Spiele nicht mehr als eine Tanky, einfach nur damit sie nicht brickt. Ja, und vor allen Dingen, dass du unten noch Platz hast für die Card of Demise zum Setzen. Eine Landform, um die Tal der Toten zu suchen. Auch wieder zum Ausdünnen, lieber keine drei Stück, weil wenn du sie nachziehst, ist es behindert, die dritte Tal der Toten. Ziehst du lieber sowas nach, ja, und kannst du wenigstens setzen. Falls er sie nächste Runde zerstört, hast du hier nochmal eine, um sie jetzt nochmal wiederzuholen. Was ist der Vorteil zu Kommandant bei der Terraforming? Ich habe vorher Kommandant mal gespielt. Der Vorteil ist einfach, gerade wenn du Tal der Toten schon draußen hast und du ziehst mit Demise oder irgendwas die hier nach oder mit Into the Void, kannst du Kommandant eigentlich direkt abwerfen. Ja? Die kannst du noch setzen. Ja, und das ist noch gut. Ja. Erstens mal kann es ein Bluff sein und vor allen Dingen, wenn die Tal der Toten weggeht, was viele direkt erreichen wollen, und du dann die hier nochmal aufdeckst, hast du nochmal eine, hast gleichzeitig das Deck ausgedünnt und nochmal eine geile Fahrtgeld auf dem Feld. Und eine MST. Ich habe einfach eine MST random schon die ganze Zeit drin, einfach nur, weil wenn du keine 2 spielst, kannst du auch keine 2 ziehen. Und vor allen Dingen ist sie einfach flexibel, du kannst gegen jedes Deck, vor allen Dingen auch gegen BA, einfach mal diese eine Fogblade einfach mal wegmachen oder vielleicht eine Set Twin Twister, die sie einfach noch mal hingesetzt haben. Ist einfach nie tot. Wenn man eine MST spielt, ist es immer okay. Vielleicht noch mal die Return wegmachen, damit die Strike dann am Leben ist. Das waren die Zauberkarten. Dann kommen wir zu den Fallen. Einmal die drei Rivalität der Kriegsherren. Habe ich vorhin noch mal mit der Tal der Toten erklärt. Die und Tal der Toten auf dem Feld, wenn kein Twin Twister kommt, da gewinnst du das Spiel gegen BA oder gegen Monarch. Kontrolliert das Spielfeld auf jeden Fall ein Muss. Was sagst du zu der Karte, sag ich mal, dass jetzt viele zum Beispiel Pendel spielen mit Magiern oder dass, sag ich mal, Cosmo jetzt auch weniger Probleme mit der Karte hat? Wegen dem Ruling, ja. Also gegen Cosmo mit dem Ruling, da muss man ganz ehrlich sagen, dass viele sogar da recht ehrlich unterwegs waren, wenn die Rivalität lag. Da haben sie halt, vor allen Dingen, weil viele dieses Ruling auch nicht kennen, ja, dass wenn die da liegt, dass man theoretisch auf die Ehrlichkeit des Gegners vertrauen muss, was ich komplett Bullshit finde übrigens. Macht überhaupt keinen Sinn. Was auf der Karte nämlich draufsteht, ist eigentlich ganz simpel, weil sonst könnte man ja auch sagen, man tributiert was weg, das Monster ist weg und dann kann man trotzdem ein anderes Monarch hoch. Ich finde das genauso banal. Aber wenn du gegen Magic Spectre spielst, hat dieses Deck keine Chance. Weil jede letzte Karte in dem Deck, außer eventuell die Rippling, die jetzt hier als nächstes kommt, komplett tot ist. Ja? Weil du einfach nichts der Karten was bringen, außer vielleicht noch die Strikes oder die Warnings, die man im Deck spielt. Aber sonst gegen jedes andere Matchup ist es gut. Also ich sage noch drei Ripplings, ist in dem Deck noch besser als im Klee, einfach nur weil du nie Monster auf dem Feld hast. Ja, klar, du hast sie nie auf dem Feld, die Karte kannst du jederzeit spielen, die ist nie tot und Exit rufst du sowieso selten genug. Wie ist es mit der Karte, mit der rechnen ja ziemlich viele, ich habe gesehen, immer mehr Leute, selbst gegen, nicht mal gegen Anti-Decks, tun sehr Monster in Defense, also sind da Gegner auch mal, sag ich mal, mit irgendwie auch 4 Monstern oder sowas reingelaufen oder war es immer ein 1:1 Tausch? Auf der DM gab es eine Situation, wo ich Rivalität und Tal der Toten draußen hatte und ich immer wieder nur ein Monster ausspielen konnte. Und irgendwann hat dann BA, reines BA, immer wieder halt, weil er konnte ja nichts mehr rufen, einfach nur noch die ganzen BAs hingelegt, er musste ja irgendwo pushen. Und dann sind vielleicht 2, 3 Monster oder 4 mal reingerannt. Aber sonst ist diese Karte nur dafür da, dass wenn du... Wenn der Gegner anfängt zum Beispiel mit Beatrice und du kriegst das Viecher nicht anders weg, außer mit der oder mit Karma 1 und einem anderen Monster. Ja, aber wenn du Karma 3 nämlich rufst, dann macht eine Fogblade drauf und du dann warten musst auf die Karma 1, um sie wegzukriegen, kann ja sein, dass bis dahin nochmal eine Farfa kommt, die er dann aktivieren kann und damit das nicht mehr geht. Und irgendwann muss er auch angreifen und dann ist es auch nur für dieses eine Monster schon genug da, weil wenn dann Rivalität weiterhin liegt, kommt kein anderes Monster mehr, das groß ist. Okay. Und deswegen ist das in Ordnung, auch für ein Monster. Hauptsache, das Ding geht nicht in den Friedhof und geht ins Deck rein. Und manchmal gegen Doppel-Ether, wenn du eine Rivalität der Kriegsherren draußen hast, kann er ja kein Kuras rufen, dann kannst du beide wieder ins Deck rufen. Ist auch dann auch gut, dann kannst du das Feld einfach ein bisschen kontrollieren. Du musst die dreimal spielen, weil sie einfach nie tot hier drin ist. Zweimal Strike und eine Warning. Obligatorisch muss man in dem Deck spielen, immer noch zu gut. Vor allem auch gegen Pendel.
Und meine drei Karten, die ich spiele noch, ist einfach, weil Twin Twister und vor allen Dingen auch die Full House einfach eine große Popularität bekommen haben, einfach nur wegen diesen Demise-Decks. Da kannst du damit einfach entgegenwirken. Und da du ja so oft durch das Deck ziehst, hast du irgendwann eine dieser Karten auch auf der Hand. Und die müssen auch erstmal immer das Doppelte davon haben. Und wenn man Dark Bribe spielt und mir dann und dann als Beispiel sagt, ja, Dark Bribe, warum nicht zum Beispiel Magic Drain? Die Karte annulliert halt auch Fallenkarten. Die so eine Coast Mojo, die einfach so schlimm sein kann, ja, kannst du damit annullieren, die Fogblade annullieren, ist einfach viel flexibler. Deswegen die drei auf jeden Fall. Dann kommen wir zu One-Offs, eine Loser-Turn, gegen Pendel ganz gut und vor allen Dingen auch gegen BF Phantom Knight manchmal. Marco Cosmos, beste Floodgate ever, ja, zerstört einfach fast das komplette Meta allein. Eine Random Eisenmauer habe ich noch mit reingemacht. Barisch Combo. Eine Random Eisenmauer, man darf nicht verwechseln, wenn man die beiden verdeckt hat, macht man natürlich die Cosmos. Ja, das ist einfach ganz gut, wenn man Tal der Toten weg hat, ja, und diese Karte noch liegt. Ja, Tal der Toten weggeschossen wird, dann hast du wenigstens noch die hier und hast die gleiche Situation, gleiche Ausgangssituation, deswegen passt es. Dann haben wir noch eine Bottomless, muss man spielen, Vanity's Emptiness und eine Chaos-Fallgrube. Einfach weil die Karten einfach im Alleingang einfach sehr, sehr gut sind, muss man spielen und einfach gegen viele Decks gut sind. Jetzt haben wir das Main Deck. Extra Deck ist mit Abstand das Unwichtigste an diesem Deck. Da gehen wir einfach mal durch. Stardust Dragon für die Road. Gujin Take Kagetsuchi, Tiger King, damit man vielleicht mal die Tanky setzen kann. Cowboy, Direwolf, Harpyon Dragon, Draco. Übrigens, ich habe nicht einen von denen mal gerufen. Ich glaube nur den einmal. Und das war's. Aber die einfach nie braucht. Chidori, 101, Dedo. Die beiden. Einfach nur jeden Vierer, den man sich vorstellen kann, der was könnte. Spielt man einfach hier drin und das war's. Mehr braucht man da nicht machen. So. Sideboard. Zwei Lector Pendulum. Warum ich die gespielt habe, ist einfach so, wenn du, gerade weil ich es gesagt habe, wenn du gegen Magic Spectre Pendulum spielst, hast du einfach kaum eine Chance. Die hier ist eine essentielle Skill Drain gegen alle Monster, die sie spielen und deswegen ist das gut. Muss man auf jeden Fall spielen. Eine Dark Hole. Ich habe eine Dark Hole gespielt anstatt eine Raigeki, weil ich zu arm bin, um mir eine Raigeki zu kaufen. Aber die ist ultra. Ja, ja, okay. Ja, habe ich gecheckt. Also viel zu arm. Ja, viel zu arm. Oder? Zwei Mystical Space, einfach noch gegen Spell Trap Removal und gegen Royal Decree, wenn sie gesided wird. Drei System Downs gegen Cosmo und eventuell Klee. Und Cyberdrain. Und Deathbot. Dreimal Verbot. Gott, ist mir warm, Leute. Okay, gut. Dreimal Verbot, finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Karte. Einfach nur, weil man, wenn man die auf der Starthand hat in der dritten Runde und einfach die essentiellen Karten wegnimmt, sagen wir mal, hat ein geile Floodgate-Hand und man sieht, ah, shit, Twin Twister könnte mich aufhalten. Twin Twister ausrufen und dann ist geil. Es kommt eine richtig random Karte, das Tornado. Das Tornado habe ich einfach nur reingemacht, damit ich, falls ich gegen Klee oder sowas spielen sollte oder gegen Magic Spectre einfach nochmal eine Removal habe. Es hätte auch Twister oder sowas sein können, aber ich kann damit wenigstens auch eine verdeckte Karte wegschießen. Eine Kompuls habe ich nochmal im Sideboard, als er einfach gegen BA einfach auch gut ist. Egal ob du Zweiter oder Erster bist, ist einfach gut auch im Midgame und Late Game. Und zweimal Maske. Gegen Monarch. Und das war's. Dein Fazit zu Josenju jetzt, wieso Josenju als Anti, wieso nicht ein anderes und wirst du es in Zukunft noch weiterspielen? Also ich werde es in Zukunft weiterspielen, wenn Demise weiterhin auf 3 bleibt, auf jeden Fall. Und Josenju fand ich einfach das bessere Deck, weil die Monster, wenn man beispielsweise Klee spielt, hat man ein Monster auf dem Feld liegen, das einfach nichts kann im Moment, ohne dass man Soul Transition oder es als Tribut anbietet. Josenjus gemeinsam können was machen und sie werden auch nicht die können auch nicht aufgehalten werden. Die kommen immer wieder auf die Hand zurück, werden nicht zerstört und du brauchst nur zwei Monster, um essentiell immer wieder zu pushen und zu poken, um mit den Floodgates zu kontrollieren. Also bei Klee musst du immer wieder warten, bis du eins ziehst und wenn die Scout weg ist, ist die Luft draußen. Und deswegen habe ich Josenju gewählt. Wird TG jemals zurückkommen? Ich hoffe, dass es jemals zurückkommt. Wenn sie Skill Drain zurückbringen möchten, müssen sie Klee wegmachen, weil sonst ist Klee zu krass. Ja, aber das war ja der anfängliche Grund, warum Skill Drain weg ist. Und wenn irgendwann ein Format kommt, der Klee einfach irgendwie nichts kann und TG wieder geil ist, werde ich es auf jeden Fall wieder spielen.
mein Lieblings-Anti-Deck ever. Alles klar, danke dir und ich hoffe, du leidest nicht mit dem Deck. Ja. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.